Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Elden Ring, Shadow of the Earth Tree. Und wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt nicht da unten, wo wir das Wasser abgelassen haben, sondern nochmal hier oben in diesem Dachgebälk, in diesem Schattenbergfried heißt der hier, genau. Ich habe da ja meine Runen eingesammelt, weil ich das letzte Mal da oben irgendwo gestorben bin und habe dann noch weitere Sachen hier eingesammelt und erkundet so ein bisschen und bin dann hier gelandet. Hier gibt es nämlich noch einen Ausgang, nur zur Orientierung, wo wir hier sind. Ich habe hier oben diesen Feuerritter weggeschnatzt. Wo war denn der jetzt? Bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Hier, ich glaube, eins drüber oder so. Also jedenfalls, man sieht diesen Ausgang von oben auch schon da drüben, wo diese tote Fledermaus da auf diesem Zahnrad liegt. Da war ein Item, was wir eingesammelt haben. Und ja, genau, jetzt gehe ich hier mal wieder runter und wir gucken da kurz mal raus. Ich habe auch festgestellt, ich könnte vielleicht von da oben irgendwie, na schwierig, auf diese Figur da unten hüpfen, weil da liegt nämlich auch immer noch so ein lila Item, was ich noch nicht erreicht habe. Okay, jetzt gehen wir hier mal raus und gucken mal, was hier so ist. Hier ist irgendeiner gestorben. Okay, dann fahren wir mal nach oben oder nach unten. Oh Gott, ist dieser Lift klein. Ich habe mir hier mal was anderes angezogen, was ich so gefunden habe. Die Kapuze finde ich ganz witzig. Und das hier ist dieses Gewand vom Feuerritter. Ist jetzt nicht so doll. Wunderschön. Ja, ich sehe nichts. Alles neblig zurzeit hier. Mistwetter. Okay. Da ist noch ein Aufzug. Hier irgendwie rein? Nee. Nö, kommen wir nicht. Ja, dann fahren wir nochmal Aufzug. Ja, ich war auch noch ein bisschen unterwegs und habe nochmal, immer wieder mache ich das, Gebiete abgesucht, wo ich schon mal war und habe dann hier noch einen Dungeon entdeckt. Kerker von Belorath. Da waren wir auch noch nicht drin. Da habe ich jetzt mal den Ort der Gnade angemacht und diesen Kerker können wir dann bei Gelegenheit auch nochmal untersuchen. Vielleicht mache ich zu so Kerkern eigene Folgen. Wenn ihr da nicht interessiert dran seid, könnt ihr das ja ganz gerne überspringen. So, was haben wir denn hier? Ein Täfelchen zum Lesen. Habt Erbarmen für die verstorbenen Schamanen. Ja, irgendwer hat doch schon gemeint, ich wäre hier ein Schamane. Bin ich aber nicht. Skadu-Baumfragment. So, jetzt gucke ich hier mal raus. Hier sind sehr viele Blutklatscher. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ach, jetzt geht's hier oben hin. Ah, wisst ihr was? Wir wollten ja eigentlich hier unten hin. Genau. Dazu müssen wir aber hier eine Geste verwenden, meine ich. Und dann öffnet sich hier eine Tür. Geste versuchen, genau. Geste. Zeit für Geste. Deswegen, muss ich die hier mal reintun. Ich ja irgendwo gefunden, diese O-Mutter-Geste. Ist die nicht als neu gekennzeichnet? Hm,
komisch. Stärke vor Anspruch, dann muss man suchen. Balkon. Der Ring. Oh, Mutter, genau, die nehmen wir. Genau. Aber da wäre ich ja im Leben eher nicht drauf gekommen. Ich hatte ein paar Mal hier auch schon den Mikilas Ring ausprobiert an verschiedenen Statuen, hat auch nichts gebracht. Ja, wenn man die falsche Geste nimmt, hilft's nix. Hier sind wir in einem blühenden Gebietchen. Das ist ja nice. Das sieht doch hübsch aus. Das himmelblaue Ufer in bunt. Oh, da hinten sehe ich da schon so einen Ritter entlang reiten. Okay, und die Tishi kann ich auch rufen. Das heißt ja immer nichts Gutes. Aber wir wollten ja hier eigentlich gar nicht weitermachen. Wir wollten ja, obwohl wir hier auf dem Weg, glaube ich, sind, um zu dieser Ruine hier zu kommen. Ich wollte ja erstmal hier unten nochmal gucken. Weil wir ja jetzt den Bereich da unten zugänglich haben, wo wir das Wasser abgelassen haben. Iris der Verfinsterung? Wo habe ich die denn jetzt herbekommen? Hatte ich die nicht schon? Ich dachte, die hatte ich schon. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Kann man die mehrfach kriegen? Ich dachte... Tatsächlich, jetzt habe ich zwei. Whatever that means. Gut, egal. Ich muss nicht alles verstehen in diesem Spiel. So. Wie ihr hören könnt, hört ihr nichts. Kann ich den jetzt ziehen? Ah ja, der geht jetzt. Ich habe mir nämlich den Talisman reingetan, der meine Schritte verbirgt. Sonst habe ich ja Tishis Rüstung hier oder Black Knife Rüstung, die Schritte verbirgt. Das finde ich, also den Talisman finde ich gar nicht schlecht. Muss ich sagen. Oder auch die Rüstung in der Beziehung. Weil man nicht, halt nicht so schnell von den Gegnern entdeckt wird. Da war doch irgendwie auch so ein Baumviech hier unten, wie wir da oben rüber gehopst sind. Oh Gott, habe ich es nicht gesagt? Oh mein Gott. Kann ich das hier von der Entfernung her vielleicht? Von der Entfernung. Oh mein Gott. Oder auch nicht so wirklich. Ich versuche das mal hier so nicht mit direkter Konfrontation. Vielleicht funktioniert das ja. Es versteckt sich. Das weiß schon, was hier die Stunde geschlagen hat. Blödes Viech. Rückzieher machen, glaube ich. Ich glaube, von hier oben ist man ganz gut unterwegs. Okay.
Okay. Wir haben es besiegt. Ja, das war ja easy von hier oben. Dornenmantel. Ein Zauber. Kann ich mich in Dornen hüllen? Okay. In diesem komischen Flusslauf da unten, weiß gar nicht mehr, wie der hieß. War ja auch noch so ein Viech. Das habe ich einfach umgangen und stehen lassen. Ich sehe schon, ich laufe jetzt so weit weg, dass ich nicht mehr weiß, wo dieses Leuchtfeuer war. Leuchtfeuer. Ich mache das jetzt mal an. Ich setze mich aber nicht hin. Obwohl diese Baumviecher, die stehen ja normalerweise nicht auf. Oder spawnen nicht mehr. Ich hänge hier fest. Schnaufpause voraus. Achso, okay. So, was ist hier sonst noch? Haben wir hier irgendwie eine Wand? Nee, haben wir nicht. Gut. Gut eingelegter Schildkrötenhals. Miami. Gut, hier scheint es nicht weiter zu gehen. Oder war es das jetzt schon? Nix. Hier eine Wand? Weiß er nie? Nee. Okay. Okay, okay, okay. Was fresst ihr hier Tolles? Eine Geistertallilie. Nicht euer Ernst, oder? Ja, das wäre ja lustig geworden, wenn man da versucht, hier... den Baum da unten zu besiegen. Krabbeneier. Kommen auch noch Krabben aus dem Boden gesprungen. Aber viel mehr habe ich jetzt hier nicht gesehen. Oder ich habe irgendwas übersehen. Komme ich da vorne irgendwo noch weiter? Da oben? Na gut, hier geht es noch ein bisschen weiter. Alles sehr mystisch hier. Krabbe. Oh, die bewacht hier auch irgendwas Größeres. Oh mein Gott. Haben die von oben runtergesprungen kommen? Ich glaube, ich bin. Krabben fand ich in Dark Souls 3 auch irgendwie blöd, aber den konnte man ja normalerweise gut ausweichen. Normalerweise, ja. Eieiei. So. Sicherheitshalber mal hochheilen. Aber die droppen nichts Tolles, nur Krabbeneier. Naja, gut. Aber die hat irgendwas bewacht hier, was Tolles. Eine Schattenreichrune. Ich möchte ja echt mal wissen, für wen diese Explosion suchen.
Gott, jetzt stecke ich hier fest. Nee, oder? Ach doch. Für wen diese Runen eigentlich überhaupt noch interessant sind, weil wenn man sich hier im DLC bewegt, dann hat man ja schon einen gewissen Level. Und ich komme ganz selten in die Verlegenheit, dass ich hier mal diese Runen knacken müsste. Also kann ich natürlich jetzt mal machen und alle da irgendwie in den Topf schmeißen, aber es wird dann gerade so für einen Level oder so reichen. Kommt man jetzt nicht raus oder kommt man... Tu es nicht. Also anscheinend kommt man hier jetzt nicht raus. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Hier irgendwie drin. Das haben wir schon abgesucht. Genau, diese dunkle Iris oder Iris der Dunkelheit und Iris der Gnade brauchen wir ja noch. Da kann ich jetzt außen drum laufen. Brauchen wir, glaube ich, noch für Ymirs Questline. Aber wenn wir jetzt zwei von der Dunkelheit haben, dann könnten wir ja dem Typen, der da oben irgendwie so rumgelegen ist, noch eine geben. Kommen da Krabben von oben? Wurfmesser, gut. Schmiedestein. Naja, ein bisschen gibt es ja schon zu sehen hier. Und zu finden, aber jetzt auch nicht so. Der Brüller. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich ein Miniboss um die Ecke gehüpft. Aderfrucht. Ein bisschen Licht machen hier. Irgendwie. Aber ich übersehe ja hier gerne was, also. Wie ich ja eingangs schon gesagt habe, suche ich ja Gegenden, wo ich schon mal war, gerne nochmal ab. Reite da auch zwei oder dreimal durch, weil ich finde eigentlich sehr oft immer noch irgendwelches Zeug, was ich beim ersten Mal übersehen habe. Ich glaube, das ist hier so das Spielprinzip. Dass man beim ersten Durchlaufen versucht zu überleben. Und sich zu orientieren. Und bei den weiteren Spieldurchläufen dann noch den Rest irgendwie einsammelt. So, ich glaube, ich habe jetzt keine Ahnung. Ich glaube, ich bin soweit durch. Aber vielleicht finde ich ja irgendwie nochmal was. Gut, dann würde ich mal sagen, das hier haben wir soweit erledigt. Vielleicht, wie gesagt, falls ich was übersehen habe, könnt ihr es mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Und wo machen wir denn jetzt weiter? Wir könnten jetzt dieses Gebiet angucken. Ah, übrigens, ich habe hier, wo war denn das jetzt? Hier, da habe ich mir einen Marker gesetzt. Habe ich das schon erzählt? Weiß ich nicht. Einen Sarkophag gefunden, wo ich die Erinnerungen der Bosse duplizieren kann. Anscheinend ist das genauso wie, funktioniert das so wie die Mausoleen im Hauptspiel. Nur, dass man die Mausoleen hier nicht oder irgendeinen Gegner hier in die Knie zwingen muss, sondern man geht einfach an so einen Sarg. So, ja, gehen wir jetzt hier die Questline weiter oder
in dem Gebiet da oben. Ich glaube, wir versuchen uns hier mal an der... an der Questline und wir gehen ins Hinterland, weil die Gegend so nett aussieht. Aussicht von Skar. Genau, und schöne Aussicht. So. Da kämpft schon einer wie doof. Da oben ging es auch noch raus. Auf. Gucke ich mal schnell mal nach. Aber mit dem Blümchen hier, das ist doch nett. Hier gibt es nur Schafe. Hallo, Schaf. Da drüben oben kann ich auch noch rauf. Was haben wir da? Ein Bär. Bären sind jetzt hier im DLC auch nicht so gefährlich. Oh, doch, stark. Aber da gibt es ja im Hauptspiel viel unangenehmere Zeitgenossen hier. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, ich bin ja auf dieser Halbinsel. Okay. Ah, hier gibt es wieder Sonnenblumen. Schattensonnenblumen. Das sammeln wir mal ein. Wer weiß, wofür es wichtig ist. Gibt es hier noch was Interessantes? Sieht jetzt eher nicht so aus. Aber wie gesagt, ich reite ja immer noch mal zwischendurch alles ab. Kleiner Teich. Goldene Glühwürmchen. Oh, die braucht man auch für irgendwas Wichtiges. Ich habe jetzt vergessen, was es war. Komm, ich lass dich in Ruhe. Dann lässt du mich auch in Ruhe. So. Okay. Wir müssen, glaube ich, wieder da vorne runter. Was ich übrigens auch ganz witzig finde, ist, dass ihr mir mal geschrieben habt, dass ihr gerne meine Videos vor dem Einschlafen guckt, weil das beruhigend wäre. Das heißt, witzig finde ich das jetzt nicht, aber ich finde es irgendwie ein Kompliment, weil ich versuche ja nicht so reißerisch hier vorzugehen, sondern ich versuche halt das Ganze relativ entspannt zu machen. Wenn ich mir da angucke, welche Ausraster da manche haben bei dem Spielen, denke ich mir, da spielt doch irgendwie was anderes. Oh mein Gott! Oh Gott. Was hat der hier für ein... Wer will sich jetzt hier vom Acker machen? Hallo? Spät. Nope.
Na, dann bin ich auch erwischt. Mist. Na, egal. Gott sei Dank hat das der andere da unten nicht mitgekriegt. Wo müssen wir denn hin? Darauf? Naja, eigentlich darunter. Muss ich den jetzt alleine fertig machen, oder? Ohne die Tischi? Oh mein Gott. Was von tot. Lass mich mein Pferd rufen. Das ist unfair hier. Oh mein Gott. Ja, das war ja schon so klar. Das war auch einigermaßen ungeschickt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche mal da auf die Klippe hochzureiten. Runen. Da unten. Komm ich da irgendwie hin? Der. Wo ist er hin? Ja, das ist nicht dein Ernst hier, oder? Ah. Okay, ich hole mir jetzt hier meine Runen wieder. Hallo. So. Ah, ne, komm. Den machen wir bei Gelegenheit mal. Und hol. Zu weit weg, Mist. Wieso teleportiert der sich da immer irgendwo hin? Hier verlasse ich hier das Bossgebiet oder was? Lass mich mal heilen! Profi! Der lässt mich nicht heilen. Oh mein, eh Güte. Nee, also ich glaube, ich will den Boss jetzt nicht machen. Ah.
Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Nee, wisst ihr was? Ich hole jetzt einfach die Runen und gehe dann mal da vorbei. Was gibt's denn da oben eigentlich noch auf dieser Halbinsel da? Da gibt's auch noch irgendwie was, aber ich hol erstmal meine Runen. Halbinsel. Klippe oder was auch immer. Nein, 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 nein. Wo sind meine Runen? Wo sind meine Runen? Da oben. Oh. Nein, 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 nein. So, du bleibst da schön. In deinem Bereich. Gut. Haben uns ja etwas unelegant hier aus der Affäre gezogen, aber... So. Überlebt ist überlebt. So, da oben, das müssen wir noch irgendwie angucken. Hier geht es auch noch irgendwo runter. Und wir gehen aber jetzt mal die Ruinen hier suchen. War da ein Weg? Hier. Da vorne sieht man schon diese Fingerruinen. Schlangen. What? What? Brauchen wir einen etwas kräftigeren Zauber. Helmutartige Schuppe. Oder können wir da einfach... Ich versuche mal außen rum zu reiten. Muss ja nicht jeden Gegner aufwecken, der hier so vor sich rumschläft. Mal ein paar Libellenköpfe irgendwie abstauben hier. Die waren auch für irgendwas wichtig. Hatte ich aber auch vergessen. Ich weiß nur, dass sie wichtig waren, dass die immer blöd zu finden waren. We are not where I... want to go. Ich werde hier mal einen Marker setzen, dass hier noch irgendwas Tolles ist. Das wollen wir aber jetzt erstmal nicht. Wir wollen ja in die Ruinen. Die sind... Ah, hier ist noch ein Leuchtfeuer. Das ist irgendwie so ein bisschen unheimlich. Ja, da, das ganze Feld da liegt voll diesen Schlangentypen. Leute. Gucken, ob das besser geht. Wet. Ja, zumindest die Großen hier. So gut. Diese Krabbelhände, die scheuchen mich jetzt da hoch. Ah.
Oh, nein, ich will hier vom Pferd absteigen, die Leute. Das ist ja... Ich will dich hier... Ah, jetzt habe ich extra diese... Fuck. Ja, das ist ja... Habe ich keinen Feuerzauber irgendwie? Ah. Also in der Folge sterbe ich ja echt oft. Ich guck mal, ob ich irgendwas Feuriges habe. Ich glaube aber nicht. Das müsste ich ja mit Arkan machen und da habe ich... Doch, die irgendwie was. Oh, und das Magma. Reikards Groll. Magmaschuss. Magmaschuss. Nehmen wir mal. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Habe ich noch nie verwendet. Wahrscheinlich geht der nicht besonders weit. Nee, geht nicht besonders weit. Aber vielleicht hilft es ja. Wir gucken mal. Bisschen experimentieren muss auch sein. So. Und wenn ich hier sterbe, ist ja nicht viel kaputt. Na, also so doll ist der Zauber jetzt nicht. Oh Gott. Aber die können zaubern. Seit wann können die denn zaubern? Oh Gott. Also nee. Also ich glaube... Ja. Ah, geh mit! Hey. Das Ding staggert mich dermaßen? So ungefähr hatte ich mir das gedacht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also wieder was gelernt. Diese Hände können diesen Betäubungszauber hier auslösen. Oh mein Gott. So. Also den können wir wieder raus tun. Der war jetzt nix. Das ist alles ein Quatsch. Und das sind alles Anrufungen und das ist mir jetzt zu aufwendig. Da muss ich so ein Talisman ausrüsten und... Oh nee, 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 nee. So. So. Die werden wir schon umgehen können. Dann gehe ich mal hier oben irgendwie entlang. Die gehen da unten spazieren. Da unten gehen allerdings auch welche. Gehen alle da oben irgendwo rauf. Oh Gott. Tod Nummer 728 hier in diesem Teil. Es ist ja unglaublich. So. Wo ist mein Ding? Ach, das ist jetzt oben geblieben. Ach, Mist. Wo sind meine Runen? Meine Runen. Die sammle ich schon wieder ein. Normalerweise bin ich jetzt da nicht so... Oh, jetzt bin ich vorbeigeritten, oder? Was sind denn die? Hä? Ach, da vorne. Wo geht's da auch noch hin? Wo bin ich denn... Ah ja, da oben wieder auf. Okay. Oh nee, komm. Nein, 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 nein. Das lässt du schön bleiben. So. Nee.
bin ich außer Reichweite? Sind das da unten auch wieder Gegner oder nur Schafe? Ist das ein Schaf? Hinten ist aber irgendwie... Oh, das sind wieder so Schlangen. Ich muss mir jetzt mal hier ein... Oh Gott, das ist noch weit. Nochmal einen Wegpunkt setzen, weil da habe ich hier so das Gefühl, ich verirre mich da. Die denn hier? Höhle voraus. Nee, die Höhle ist es nicht. Eine Ruine, Leute. Ich glaube, die schaffe ich vielleicht erstmal aus dem Weg. Fingerruinen von Deo. Also Ruinen sind wir schon mal hier. Das. Schießt wieder einer. Boah, was hat der für eine Reichweite? Da unten stehen noch mal welche. Oben lang. Okay, da oben erwischt er mich schon mal nicht, aber wahrscheinlich komme ich dann hier nicht mehr runter. Ah, doch. Eine unangenehme Gegend hier. Stehen ja an jeder Ecke solche Schlangenviecher. Da komme ich nicht hin. Was ist denn mit denen? Oh, nein, 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 nein. Oh. Oh Gott, oh Gott. Nein, geh weg. Shit. Das ist es. Nee, komm. Blöder Blutegel hier. Meine Güte. Oh, jetzt kann ich die Tische nicht rufen, weil ich zu wenig Mana habe. Supi. Oh Gott, Leute. Lasst mich leben. Lasst mich leben. So. Was ist das hier für ein Gebiet? Willen. So. Oh mein Gott. Erstmal hochheilen. Ich glaube, das ist... Huch. Oh nein! Tishy, tu was! Und vergiftet bin ich jetzt auch noch. Not your Ernst.
Not your Ernst. Oh, also das Gebiet ist ja noch schlimmer als das erste Ruinengebiet, wo wir hier durchgelaufen sind. Ist ja unglaublich. So. Wo muss ich denn eigentlich hin? Jetzt habe ich völlig die Orientierung verloren. Ja, hierhin. Sieht das so schlecht? Da vorne, okay. Oh je, oh je, oh je. Wo sind denn die? Aber ich habe hier keine Lust, nochmal hier durchzulaufen, ganz ehrlich. Oh Gott! Nein. Nein, 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 nein. Ach. Ah, nee, 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 nee. Ich glaube, ich sollte mich besser in Deckung begeben hier irgendwie. Oh. Also, wo kommen die bitte schön her? So, jetzt bin ich aber echt hier ein bisschen knapp an Ressourcen. So, ich renne jetzt mal schnell hier. Wo muss ich hin? Oh Gott, jetzt habe ich wieder hier rein. Mach das jetzt hier schnell. Bevor ich jetzt hier sterbe. Okay, wir haben Talisman bekommen und... Ich werde die Gegend hier jetzt nicht absuchen, ob es hier noch was zu finden gibt. Ich glaube, es gibt hier einfach nichts. So. Dann gehen wir hier wieder zurück. So, da ich jetzt vermute, dass wir dann bald einem Boss gegenüberstehen, werde ich die Folge jetzt für heute hier mal beenden. Ich werde meine Seelen irgendwie in Sicherheit bringen und genau, noch ein bisschen die Gegend abreiten, die wir hier jetzt noch nicht angeschaut haben, diese ganzen Klippen. Aber ich werde jetzt keine größeren Bosse hier irgendwie noch angehen oder größere Gegner. Das machen wir dann schon hier im Let's Play. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit reinschaut. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.